Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zu Ihrem mit Knauf Daily jetzt zur Mittagsstunde. Und es sieht auch freundlich aus beim DAX. 13.239 Punkte aktuell, 0,2% legen wir zu. Wir hatten allerdings auch eine freundliche Vorgabenseite. Die Amerikaner gestern beim Dow Jones im Plus geschlossen, 28.126. Ja, und die Korrektur bei der Nasdaq scheint mittlerweile dann auch schon wieder Schnee von gestern zu sein. 11.438, das Technologiebarometer in den Vereinigten Staaten gestern rausgegangen, immerhin ein Plus von 1,4%. Aber heute ja großer Wartetag auf Jerome Powell, Chef der Federal Reserve. Ja, da will man natürlich wissen, wie sieht es denn da aus mit der weiteren Strategie der Geldpolitik in den USA und vor allen Dingen, welche Prognosen lässt denn tatsächlich Jerome Powell dann heute zu hören sein in seiner Pressekonferenz. Ja, dass die Zinsen lange niedrig bleiben in den Vereinigten Staaten, das gilt jetzt schon als ausgemachte Sache. Aktueller Zinssatz 0 bis 0,25%. Ja, und da will man sich natürlich auch noch Spielraum beim Inflationsziel letztlich einräumen. Ja, darauf sind die Märkte heute gespannt, denn das war ja die Triebfeder, dass die Märkte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder weiter nach oben gelaufen sind. Frisches Geld, viele Dollars für die Märkte. Und Powell will natürlich damit ganz, ganz klar für den Arbeitsmarkt arbeiten. Die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten bei 8,4%, dementsprechend viel, viel zu hoch. Aber er will halt eben hier ganz klar auch Anreize schaffen, weiter zu investieren, weiter natürlich Arbeitsplätze aufzubauen, damit halt eben die amerikanischen Bürger und Bürgerinnen endlich mal wieder in Lohn und Brot sind und dann auch fleißig konsumieren können. Denn ja, Amerika ist und bleibt eine Konsumökonomie. Das heißt, ohne den Konsumenten geht da mal de facto gar nichts. Also darf man sehr gespannt sein, was da heute aus Jerome Powell herauskommt. Und solange werden die Märkte und der DAX sicherlich zuerst einmal die Füße stillhalten. Ja, nicht ganz so stillhalten tun die Füße momentan bei Grenke Leasing. Und zwar Vorwurf der Geldwäsche durch Fraser Perrin. Das heißt, seine Gesellschaft macht hier mal wieder ordentlich Druck. Ja, der Leasing-Spezialist, dem wird vorgeworfen, dass man hier versteckte, verkehrte Bilanzen aufgerufen hat. Und Fraser Perrin ist ja mit seiner Gesellschaft Fitzroy nicht das erste Mal an deutschen Unternehmen dran. Er hat seinerzeit 2016 schon Vorwürfe gegen Wirecard erhoben, dann hat er es mit ProSieben und dann halt eben Steinhoff im Leerverkaufsbereich dann doch umgesetzt. Das heißt also, jetzt untersucht auch das BaFin den Fall Grenke, wo das Geld halt eben ist, was letztlich mit den Bilanzen los ist. Die Aktie verliert heute mal wieder 22%, nachdem sie gestern schon 19% abgegeben hat, also mehr als 5-Jahrestief erreicht hat. Ja, jetzt ist man und bleibt man natürlich vorsichtig, wachsam, nervös. Nach dem großen Fall Wirecard möchte man natürlich nicht noch eine weitere Leiche im Portfolio mit Grenke Leasing haben. Also das muss sicherlich alles aufgeklärt werden, aber tut natürlich der Aktie überhaupt nicht gut. Ja, überhaupt nicht gut ist auch für die Comdirect, die ja jetzt integriert werden soll in die Mutter Commerzbank rein, dass Frau Gehegemann geht. Das heißt, die Vorstandsvorsitzende wirft hier bei der Comdirect das Handtuch. Naja, jetzt hat man zwischen Comdirect und Commerzbank zwei Probleme. Jetzt braucht man einen Vorstand für halt eben die Comdirect und einen, den braucht man ja bekanntlicherweise, nachdem Martin Zielke gegangen ist, auch noch für die Commerzbank. Das heißt, Umstrukturierung, Umbau bei den Commerzbankern anscheinend so und so in vollem Gange. Ja, dann hatten wir noch Zahlen, angenehme Zahlen von Zara oder Inditex, besser gesagt. Inditex, ja, großer spanischer Textilhersteller mit den Marken Zara, Massimo Dutti, Berkshire oder halt eben Pull&Bear. Die haben natürlich auch Anfang des Jahres darunter gelitten, dass die meisten Filialen halt eben geschlossen werden mussten, pandemiebedingt durch Corona. Aber jetzt scheint da tatsächlich wieder ein ordentliches Licht aufzutreten. Das heißt, die Shops sind fast alle wieder geöffnet und die Menschen, die Kunden, kommen fleißig einkaufen. Ja, man ist jetzt zurück in die Gewinnzone gekehrt und das ist doch bei Zeiten mal ein gutes Zeichen. Haben wir übrigens dieser Tage auch von einem anderen Modekonzern gehört, nämlich von H&M, von Hennes und Mauritz. Da scheint das Geschäft allmählich auch mal wieder ordentlich
anzulaufen. Auf jeden Fall die Aktie von Inditex heute bei 29,93 geht satte 9% nach oben. Also da wird wieder zugekauft. Naja, ist auch verständlich, denn Mode, Kleidung, das wird natürlich auch in den nächsten Jahren weiterhin gekauft. Ob nun online oder jetzt, da wo die Geschäfte wieder offen haben, natürlich in den Filialen. Ja, dann hatten wir natürlich noch Nachrichten von Apple. Ja, Apple ja mit seiner neuen iWatch, der Nummer 6 seit 2014, gibt es ja dieses Gadget von Apple. Am Anfang relativ viel belacht, vor allen Dingen von der großen Schweizer Konkurrenz, lacht da heute keiner mehr. Die Apple Watch ist die meistaus weit verkaufteste Uhr dieser Welt und das innerhalb von 6 Jahren. Ja, da hat man keine Swatch, keine Rolex, keine Breitling. Nein, es ist die Swatch-Uhr, die Apple-Uhr, die da am allermeisten verkauft wird. Auch solche großen Gegenspieler, gerade bei den Digital-Watches im Bereich Samsung oder Garmin, die bei Zeiten schon die Applications drauf hatten, die jetzt erst Apple drin hat, werden nicht so viel und nicht so häufig zugekauft wie eine Apple Watch. Ja, Apple setzt jetzt natürlich ganz klar in diesen Corona-Pandemie-Zeiten auf Gesundheitsfunktionen. Und so wird die neue Apple Watch ja einen messbaren Sauerstoff im Blut darlegen und darstellen können. Das ist natürlich vor allen Dingen was für alle Freaks, für alle Bergsteiger, die brauchen das natürlich auch. Oder halt eben für alle, die da tatsächlich ausdauernd Sport betreiben. Aber es gibt noch weitere Sportgadgets und Funktionen in der Uhr, die so manch einen durchaus begeistern dürften. Unter anderem hat man jetzt auch nochmal einen schnelleren Chip reingesetzt. Ja, und man kann auch, und das ist natürlich wichtig, in Zeiten von Corona dann halt eben die Funktion nutzen, um zu schauen, wie häufig ich mir die Hände gewaschen habe. Also, Apple gibt jetzt mit der Apple iWatch dann doch nochmal richtig Gas. Gut, das wird sich wahrscheinlich dann erst im nächsten Quartal, im Weihnachtsquartal dann manifestieren, wo halt eben viele Weihnachtsgeschenke gemacht werden und vielleicht der ein oder andere sich doch mal eine Apple iWatch gönnt. Also man ist hier sicherlich auf dem richtigen Weg und das natürlich zu Pandemiezeiten unter dem großen Dach, naja, der Gesundheitsfunktion. Ja, und das war's schon wieder von meiner Seite aus. Wie gesagt, heute Abend spannend, 20 Uhr, Jerome Powell, Fed, der Chef der Federal Reserve, der wird heute über das Down oder das Up der Märkte sicherlich bestimmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Handelstag, seien Sie erfolgreich. Seien Sie wachsam, aber bleiben Sie vor allen Dingen gesund.